Was geht, Leute? Ich bin's wieder, euer Alex. Am Start heute bei Mafia 3. Heute haben wir eine kleine Nebenmission, wie schon erwartet. Heute ein bisschen kurz die Mission. Warum? Ja, ich habe momentan Urlaub, ihr wisst es alle. Ich streame sehr oft momentan und daher muss ich ein bisschen weniger Videos machen. Finde ich ist eigentlich ganz gut, mal ab und zu so ein bisschen zu wechseln. Und ich muss euch nochmal ansprechen, ich habe eine Waffe. Die seht ihr jetzt noch nicht, werde ich euch gleich mal zeigen. Habe ich mir eben gratis eingesteckt, habe ich freigeschaltet. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber egal. Auf jeden Fall, Karre ist am Start mit dem geilen Sound wieder. Ich bin heute mal so ein bisschen auf Einstellungsdings Bums gegangen, um die Qualität so ein bisschen hochzuschrauben und das Rauschreduzierungsproblem zu beheben, damit ihr nicht so die schlechte Qualität habt. Und ja, was kann ich euch noch so Neues sagen? Bis auf, dass ich mir ein neues Spiel gegönnt habe, kann ich euch gleich mal zeigen. Ist eigentlich momentan im Angebot für 10 Euro im Store. Momentan ist es bei, also wenn es nicht im Angebot wäre, wäre es bei 30 Euro. Ist ein Horrorgame. Ich muss sagen, ich habe mir im Stream in die Hose geschissen teilweise, weil ab und zu kommt da so eine Tante. Wir müssen so an so einem Wächter vorbei und die Tante kommt jedes Mal raus und erschreckt mich mitten im Bild. So typisch Geistspiel. Aber ganz interessante Geschichte. Wir sind so ein kleiner Junge, bisschen comic-mäßig gemacht. Wir müssen die Schule verlassen in der Nacht. Müssen viele Hinweise nachgehen. Müssen Sachen einstecken. Müssen Schlüssel finden, vor allem für die Türen, um weiterzukommen. Und da bin ich am Stehen, Leute. Da komme ich nicht weiter. Im Steam denke ich mir nur, nein, ich habe keinen Bock mehr, Leute. Ich musste dann plötzlich wechseln. Hab dann eine Runde Fortnite gesucht. Und was passiert mir dann in Fortnite? Ja. Nur campen die Leute mich nur aus der Ecke raus. Ich habe keine Waffe und die knallen mich einfach ab. Jedes Mal. Und das dreimal hintereinander. So, jetzt zeige ich euch die Waffe mal. Hier haben wir die M1N8 mit Dämpfer. Die ist eigentlich ganz schick, ne? Ja, ich weiß, ich mache sie schon weg. Ich wollte es nur meinen Kollegen mal zeigen. Du beschwerst dich, weil du fürs Rumstehen bezahlt wirst? Wir müssen hier nur warten, bis die anderen Jungs den Waggon ausgeraubt haben. Ich will nicht zu gehen. Der will niemanden umlegen. Du hast hier nichts zu suchen. Wenn ich du wäre, würde ich mich verpissen. Ich verstecke mich! Du arbeitest doch für Santini. Lass mal hören, was bei euch so los ist. Mr. Santini hat ein paar mickrige Waffengeschäfte durchgezogen. Ich weiß, wo er das Geld versteckt hat. Du arbeitest jetzt für mich. Jetzt wird geballert! Heute ist das... Wer sagt das? Brauchst du den ganzen Tag, komm und töte mich. Nee, Digga. Ich steck dies hier ein, weil ich sehr viel Leben verloren habe und das brauche ich jetzt wieder. Dafür gibt's Bares gegen Wahres. Wenn ihr versteht. Ich hab ihn verloren. Scheiße. Mit wem redest du? Ach so. Da ist ja einer. Da oben drinne? Besuchen wir ihn mal, einen Kollegen. Hast du einen Spezialauftrag da oben? Wollen wir dich mal von hinten entjungfern? Ich hab Bock drauf. Okay, Digga. Zeig mal, was du kannst, mein Freund. Und Chaka Benga. Ja. Voll nach unten geflogen. Das war Ziel der ganzen Sache. Ich hoffe, heute bin ich zufrieden mit der Aufnahme, dass die Qualität der Mikrofon-Qualität... Na gar nichts, ich trage hier doch nichts, Madam. Was haben sie denn? Ja, jetzt fängt es an zu schreien, alles klar. Ja gut. Rückwärtseingang eingelegt. Da, 300 Meter bis zum Ziel, das ist Easiness.
Leichnis. Und das erreiche ich innerhalb von Sekunden. Wahnsinn. Mit dem Sportwagen, den heißen Wagen. Niceness geparkt. So parkt der Mafia-Boss persönlich. So. Der Kollege zum Beispiel. Aua. Bitte keiner die Polizei rufen. Ich hole schon die Leiche hier weg, damit das keiner sieht. Das ist mein Freund. Denkt nichts Falsches. Wir lieben uns. Ich oute mich. Schlaf schön. So, Freunde. Wir können doch nicht da reingehen und uns abballern. Also die abballern. Mit der schönen schallgedämpften Waffe. Aber ich habe Bock auf Knacken. Und das Gefühl ist noch da, Leute. Ich habe es nicht verlernt. Da ist der Nächste. So, wir warten erstmal, bis der Kollege da weggeht. Ich weiß ja nicht, wohin der geht. Aha. Das komm mal her, Schätzchen. Nicht gut an. Nein, das hört sich auch nicht gut an. Guten Nacht. Und schlaf schön. Da liegt ein bisschen Geld von meiner Tasche. Von meiner Tasche, alles klar, von meiner Nase. So, Wachposten. Räum Santinis Geldversteck aus. Ja, das ist so eine Sache, ne? Wir müssen ja sozusagen in das Gebäude rein. Ohne. Oh. Oh. Ich bin nicht da, Jungs. Das ist mein Liebster. Wir haben uns sehr, 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 sehr doll lieb. So. Nein, wer kommt jetzt von beiden? Nur einer. Gott sei Dank. Ich dachte schon, wäre am Arsch. Wenn zwei kommen, dann bin ich wirklich am Arsch. Du gehst in die Ecke. Du gehst in die Ecke. Wunderbar. Trotzdem verstecke ich dich. Ich mache so ein bisschen Hitman-Style. Kennt er den? Der weiße Mann mit der Glatze. Mit der Nummer auf dem Schädel drauf. Nein, doch nicht dahin, du Vollidiot. So, einer vorne, einer da und einer da. Heißt jetzt, wen schnappen wir uns zuerst, Leute? Mhm, ihr wisst es, sagt schon. Genau, der Linke, ja, bingo. 50 Punkte. Ja, er kommt, der Nächste, der schlafen geht. Und kommt plötzlich die Erleuchtung, was ist denn jetzt los? Naja. Hitman-Style. Leiche ganz leise verstecken. Ganz leise, aber wirklich jetzt. Miau. Okay, Katze sollte ich nicht werden. Da ist meine Stimme ein bisschen zu tief für. Ja, der Nächste, bitte. Hast du mal gesehen? Ich hoffe mal nicht. Oh, das war natürlich eine nice Umbring-Aktion. Jetzt kommt der Nächste ran. Der ist auf diese Richtung geprägt. Das heißt, wir können hier jetzt uns... Ich finde raus, was das war. Ja, du findest das raus. Niemand anderes. Der guckt gar nicht hier um die Ecke. Der weiß gar nicht Bescheid, was hier Sache ist. Hallo? Ich wollte schon sagen, kommt er nicht von links? Und kommt er von rechts? Was soll das? Naja, egal.
Da ist er ja. Schätzchen, du bist der Letzte. Dann habe ich alles leise abgeschlossen, Leute. Überlegt euch das mal. Leise abgeschlossen. Ich habe trotzdem Bock. Da hatte ich Bock drauf. Mit Schalldämpfer unterwegs. Wunderbar. Das Schöne am Schalldämpfer ist, Leute, dass ich einfach so umballern kann, ohne dass Zivilisten, Polizisten, ohne dass die Zivilisten Hilfe rufen. Und dass ich alles perfekt abschließen kann, ohne dass jemand das mitbekommt. Sind jetzt wirklich alle tot hier? Ich will es stark hoffen. Erst räume ich die Bank hier leer. Knack das schöne Stückchen. $5000 nur. Was haben wir hier? Als ich das letzte Mal mit dem Scheißern von der Dixie-Mafia geredet habe, meinten sie, sie hätten kein Interesse mehr daran, Waffen von uns zu kaufen. Ich habe noch nie erlebt, dass so ein Landei sich eine Chance entgehen lässt, eine Knarre zu kaufen. Also ist da irgendwas im Busch. Vielleicht haben sie nach dem, was Richie zugestoßen ist, beschlossen, woanders zu kaufen oder selbst im Geschäft einzusteigen. Kann sein. Kann sein. Ich denke auch. So. Jetzt hier machen wir genau das. Wunderbar. Das nächste. Bam. Der nächste. Ja, yeah, immer schön auf die Raketenwerfer schießen, wer ein Auge dafür hat. War's das? Ich denke mal schon, Leute. Diesmal ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ist das nicht nice? Ich finde schon. Ah, Waffe wegstecken, wegen Zivilisten und so. Diesmal weiß ich, welche Taste ich drücken muss, um zu klettern. Ja, Leute, und hiermit sage ich schon auf Wiedersehen. Denn heute muss ich noch einen Livestream starten. Solange der neue PC noch nicht da ist, was wahrscheinlich im November oder Dezember passieren wird, kommen noch erstmal kleine Folgen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zugucken. Haut rein.